Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Heute mit meiner Zusammenfassung vom Deathstream 164. Und ja, sehr wahrscheinlich ist dieses Video nicht am Samstag rausgekommen, wie ich es ursprünglich geplant habe, aber ihr wisst ja, wie es immer ist. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Aber wie dem auch sei, fangen wir direkt an und verschwenden keinerlei Sekunden mehr. Zu Beginn dieses Deathstreams haben wir erstmal die ganzen Deaths zurückgeblickt, was jetzt gerade zuletzt rausgekommen ist, das größere Update, nämlich Veilbreaker. Und sie waren sehr davon erfreut, dass gerade der gute Styanax von der gesamten Spielerschaft auch mal ziemlich benutzt wurde. Also im Vergleich zu anderen neuen Warframes, wie sie gemeint hatten. Natürlich haben sie den jetzt auch Leuten wahrlich vor die Füße gelegt, kostenlos. Aber trotzdem, vergleichsweise zu anderen neuen Warframes, die rauskamen, wurde der nicht nur mal gerade angeschmissen, sondern auch tatsächlich zum Spielen verwendet eine Zeit lang. Was es auf jeden Fall schon mal positiv gestimmt hat. Ob und wie weit jetzt der gute Styanax in Zukunft noch benutzt wird, steht aber in den Sternen. Aber naja, die Devs werden auf jeden Fall da ihr Auge drauf haben. Und gerade auch, weil es ja relativ auch neu im Spiel ist, nämlich die ganze Geschichte rund um Karl, natürlich, der seine eigene Garrison ja natürlich im Spiel hat und die ganzen Missionen, die mit einhergehen. Sie wollen jetzt auch gar nicht so weit die Story dort krass vorantreiben, aber durchaus ein bisschen mit Nebencontent ausrüsten, damit das eben jetzt nicht zu einseitig die ganze Sache wird, hatten sie gemeint. Das heißt, man hat schon noch Sachen reingetan, aber es ist jetzt nicht so, dass die Story plötzlich weitergehen wird. Und natürlich war das Thema auch AOE-Nerfs. Ja, also flächendeckender Schaden wurde ja genervt, also die Waffen davon und die ganzen Effekte außen herum. Und die Devs denken tatsächlich wieder darüber nach, den Eigenschaden von diesen Waffen zurück ins Spiel zu bringen. Allerdings nicht ganz so wie damals. Das heißt, man wurden sobald mal auch nur ein Fitzel quasi von dem Schaden oder beziehungsweise eine Reichweite von seiner eigenen Waffe gekommen ist, hat man sie ja instant selber gekillt, sondern jetzt in die Richtung gehen soll, wie dass man nichts in der Lage sein soll, sich selber instant zu killen, sondern eben, dass man halt prozentuellen Schaden kriegt. Das heißt, wenn man nicht im Zentrum der Explosion steht, sondern vielleicht am Rand, aber vielleicht nur 10, 20 oder 30% seiner Lebenspunkte verliert, aber nicht eben sofort den Schaden frisst, den die Waffe produzieren würde. Mal im Ernst, die meisten flächendeckenden großen Explosionswaffen würden, egal wie viel, wie ich sag mal, als Prozentzahl normalerweise ja auch im Warframe instant umbringen, aber die Idee war schon gewesen, ja, ihr kriegt Schaden, aber ihr killt euch eben nicht selbst damit. Und da sagt dann nur Pablo sowas Dezentes wie, ja, es sei denn, ihr steht direkt davor. Das heißt, beim Worten, das Problem wie damals ist wieder mal gegeben. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich mir eine Angst drum damals auf, oder wie der Ding nochmal hieß, auf Gegner geschossen habe, oder beziehungsweise ich will gerade schießen, weil man muss die aufladen, wissen die Waffe, und dann läuft eine Bruchteil von der Sekunde gerade ein Spieler vor mich, bin ich sofort selber tot. Warum? Der Explosion findet direkt vor mir statt, ich krieg 100% des Schadens reingedrückt, bam, bin ich sofort tot. Also das Problem wird dann immer wieder mal gegeben. Wo ich sage dann, okay, dann benutze ich die Waffen schlicht ergreifend. Nicht, dass ich die Angst drum nochmal benutzt hätte. Aber, weil man gewöhnt sich das wirklich ab. Wenn man merkt, oh, die Waffe kann einen umbringen und das passiert einem ein, zweimal zu oft, dann lässt man die irgendwo anders stehen. Wobei, sie hatten auch gemeint, gerade mit dieser Archon-Hand, wo das Sterben ja ein Problem ist, wollten sie das eh noch ein bisschen noch deutlicher reduzieren, dass man eben nicht versehentlich selber killt. Aber trotzdem, ich bin davon kein Fan. Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht. Aber wie dem auch sei, nächstes Thema. Gerade nämlich zur Archon-Hand selbst. Der eine oder andere hat vielleicht festgestellt, wenn er so im Archon am Schießen ist, er macht nicht den Schaden, den die Waffe machen müsste. Das liegt vielleicht an der, wie haben sie es jetzt genannt? Damage? Intonation? Oder irgend so ein Wort war es gewesen. Im Endeffekt die Idee, dass die Gegner alle wirken wie ein Schadensschwamm, wo man die ganze Zeit draufschießen kann, da passiert überhaupt nichts, weil nur ein Bruchteil des Schadens bei dem Ziel wirklich ankommt. Und sie hatten das witzigerweise als Thema über den ganzen Deathstream teilweise verteilt, aber sind nicht selber wirklich glücklich mit dem, wie gerade die Archon-Hands funktionieren. Nach dem Motto, egal, was ihr für Waffen gerade benutzt, die Archons kriegen halt kaum Schaden davon. Sind nicht wirklich zufrieden mit der Mechanik, wie sie gerade existiert. Auf der anderen Seite wissen sie aber, wenn sie einfach den Schaden ungebremst auf den Archon durchlassen, dann ist der Typ tot. Dann ist es völlig egal, wie toll der die Fähigkeiten haben soll. Einfach fingerschnippenmäßig wäre der weg. Und deswegen hat er eben diese Mechanik, wo er sagt dann, na, ich kann nur so und so viel Prozent, der kriegt halt weniger Schaden, das steht ja gerade durch eure Angriffe. Und wie gesagt, in Zukunft werden wir vielleicht irgendwann mal auch eine neue Mechanik da sehen, aber so schnell wird das nicht der Fall sein.
Dann hat man ein interessantes Video hier präsentiert bekommen, und zwar nämlich vom guten Styanex und wie der Sound von dem Kollegen gestrickt worden ist. Yeah, um es kurz zu machen, weil ich werde wahrscheinlich nicht das komplette Video abspielen lassen hier, weil es mich zu lange dauert. Vielleicht mache ich es doch mal gucken. Aber was der Kollege mich gleich sagen wird auch. Styanex war von der Idee her, wie er sich anhören soll, wie ein Techno-Wikinger. Also Techno-Viking. Wo ich sagte, wirklich? Ein Wikinger? Ja, deswegen hat er auch witzigerweise, wenn man zwischendurch den Eindruck hat, dass er irgendwas sagt, der Styanex, wenn er seine Fähigkeiten benutzt, es liegt daran, dass er wirklich was in Englisch sagt. Was ich allerdings nicht verstanden habe, weil sie es so verzerrt haben. Im Endeffekt wie Darth Vader, aber noch mehr Helm und noch mehr verzerrt und hast du nicht gesehen. Und er sagt tatsächlich Dinge, die man verstehen könnte, wenn man wüsste, dass da was zu hören gibt. Und da wird er einfach mal kurz gleich erklärt, wie das Ganze vonstatten ging. Sag ich mal einfach Film ab. Hey Tano, my name's Slater, and I'm the sound designer behind Warframe's 50th Warframe, Styanex. Today, I just want to give you a behind-the-scenes look at some of his abilities, and also talk about the inspiration behind the sound of this Warframe. So the audio brief for Styanex was to make him sound a bit like a techno-viking, but we didn't want to push him too far into techno-land, so we added in things like vocalizations and also metal foley when he's running and across all the abilities to just sort of ground him in an organic universe. So let's take a look first at some of the vocalizations. So on his army ability, we have a more spoken word type thing. And then for the bash and impale abilities, we have more exertions. So let's take a listen to what these vocals sound like without any processing at all. My voice acting skills are perfection. The first thing I added in was a bit of pitch so that the voice is lower. And then several instances of vocal synth to sort of give it the Darth Vader-esque helmet effect on the voice. And also there's a lot of mastering on this and saturation to just sort of give him a bit of grit. And that's my processing chain across all the abilities on Styanex's vocals. One thing that's unique for this army ability is that I added in a bit of delay. That sort of carries out over when Styanex has risen into the air and has the army all around him. So in context, this is how it sounds. Another ability where we added some unique vocals is on Styanex's third ability, his rally ability. So for this, we wanted to create a sense of a call to arms because you get buffed. So Eric and a few other sound designers went into the studio and recorded a bunch of group vocals, and you'll hear them all together when Styanex lowers his arms. So it sounds like this. And just to show you quickly how that all sounds on its own. So the whole ability together using some Daiko drums, sub stingers, whooshes, and metal impacts sounds like this. And then the group vocal that we recorded sounds like this on its own. You may also recognize those group vocals used on two other Styanex sound effects. The first one being on the rally cooldown. So the cooldown sound effect sounds like this. Consists of similar things to the rally cast itself. So the drums. And then I added in a metal, like a distinct metal ping. A big metal whoosh, and also a metal impact. And then, of course, our group vocals, all together sounding like this.
We also used group vocals on Steinax's ultimate ability, the army ability. So when Steinax rises into the air, we have group Walla recorded to sort of give you the sense that all of those apparitions that appear are surrounding you. So on its own, it sounds like this. And then we recorded some more close-up elements that are panned left and right that are more in your face. And combined again, it sounds like this. Now, moving away from the vocalizations a little bit, I just wanted to do a quick rundown on all of the sounds that make up that fourth ability. I won't go too far in depth on them, but just to give you an idea of what's going on. So on all of the abilities, we have an initial cast sound, and that cast sound is what you get as soon as you press four. Sounds like this. And then there's also a release sound. So it'll be that cast sound and then a release sound for when he starts to rise into the air. And along with the cast release sound, I have a vocal riser that I made out of the group vocal sounds. And this riser just kind of plays over top of the cast release and sets up that Walla loop that plays. And it sounds like this. So that's the first little bit of the fourth ability. Also, while Steinax is in the air, all of the apparitions that appear when they throw a spear, they'll play these little spear sounds. And there's explosions that go along with those. And of course, the spear throws on Steinax himself that are a bit different than the Impale spear throws. And last but not least is a big, chunky end sound for when Steinax comes down from the air and lands. So for this sound, I really wanted to make it as satisfying as possible to sort of close out that ability. So it sounds like this on its own. And to show you briefly the sounds that make that up. So we have a few impacts. And then there's a bunch of armor foley. Of course, some car explosions and a sub stinger. All together once again, it sounds like this. Okay, so those are all the little pieces that make up Steinax's fourth ultimate ability. So now that you know all of that, here is that ability one last time for context. Thank you so much for listening, Tenno. I hope you enjoy the rest of the stream. See you later. So, jetzt haben wir die ganzen, ich will jetzt nicht sagen belanglosen Themen, aber die Themen, die halt die Devs am Anfang uns erzählen wollten, hinter uns. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich, zu den Zuckerstücken, möchte ich beinahe sagen. Jetzt kann ich auch langsam nämlich mit Daten um mich schmeißen. Der Rückblick ist vorbei, wir gucken in die Zukunft. Der neue Prime Warframe ist... What fatherless aberration is this? Who brings the wicked gift of an unknown mask this laborious night? Seething with the void. Mocking me and causality alike. And what strange cruelty named him? To know and defy his death. This shadow of ill omen. This grim harbinger. This Revenant.
Revenant Prime. Und wie wir gleich auch nochmal sehen werden, weil sie haben glücklicherweise dem auch mal im Arsenal ein bisschen gezeigt, ob ein bisschen mehr Details sehen kann. Er kommt mit der Phantasm Prime. Das ist dieser Strahler, der wie ein Schrotgewehr aber funktioniert. Also er benutzt die Mods vom Schrotgewehr, deswegen ist es ein ziemlich böses Teil. Und er kommt mit der Tatsu Prime. Das zusammengesehen ist schon mal ziemlich cool, möchte ich mal gerade formulieren. Die Tatsu persönlich, ich meine, sie sieht toll aus, aber war jetzt nie meine Waffe. Aber die Phantasma, wow. Das ist tatsächlich eine Waffe, die ich unbedingt haben möchte, weil die in mancher Hinsicht kann die unfassbar Damage rausrotzen. Deswegen, das als Prime-Version zu kriegen, wäre ganz fein. Und man muss sagen, mir persönlich gefällt die Optik von diesem Prime Warframe ziemlich gut. Ich meine, die von normalem, ja, von normalem Revenant, die ist okay. Der paar Deluxe-Skins sehen sensationell aus, aber der Prime, die Prime-Optik sieht schon ziemlich fett aus. Dann, was auch am 5. Oktober rauskommt, nämlich Knights of Neboros. Mehr oder weniger haben wir aber wieder das Halloween-Event auch bei uns im Spiel. Und natürlich können wir bei einem gewissen Händler, der natürlich auf Demos wiederum hantieren wird. Ja, es ist wieder der gleiche Händler. Und sie wird uns dann auch gewisse Sachen verkaufen, die wir alle schon kennen. Also diverse Waffen wird es wieder geben, diverse Mods wird wieder geben. Aber es wird das eine oder andere neu dort auch geben. Zum Beispiel eine Deko. Und zwar nämlich vom Jackonaut-Statue für Leute, die damals vor langer, langer Zeit gespielt haben, wo es noch ein vollkommen anderes Event gab, gerade zu Halloween, wo wir nämlich ohne Waffen mit 100 Lebenspunkten gegen nahezu unzerstörbaren Boss kämpfen mussten, indem wir nämlich den in so eine Riesensäule von Kürbissen reinlocken, damit er verbrennt. Ja, den Kollegen kann man jetzt als Statue sich eben fürs Schiff organisieren, was tatsächlich cool ist. Und man kann sich, jetzt haltet euch fest, auf seinem Schiff absolute Sauerei veranstalten, weil Infested Deko gerade passend zu Halloween. Kommt nicht auf mein Schiff, deswegen könnt ihr euch hier das jetzt gerne mal ansehen, was hier noch gezeigt worden ist im Devstream, weil ich packe mir das Ding niemals auf mein Schiff. Nicht mal für anschauungsmäßigen Punkten, weil da werde ich einfach auf diesen Devstream verweisen und sagen, da seht ihr, wie der Spaß auf dem Schiff aussieht, könnt ihr euch holen und ihr könnt die Deko übrigens auch längerfristig anlassen. Ihr könnt also euer Schiff permanent verunstalten mit dem Unsinn. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nicht für mich. Und der Rest sind Sachen natürlich, die es in der Vergangenheit schon gegeben hat. Deswegen so Dämonenflügel und Waffenmods und Zeug. Ne? Also kann man auf jeden Fall mal zuschlagen, würde ich sagen. Und dann haben wir so eine spezielle, wie war das so schön, Cancer Donation Geschichte. Im Endeffekt tut DE wieder die Spendenkasse rumgehen lassen, weil sie natürlich wieder ein Krankenhaus unterstützen wollen, was auch gegen Krebsforschung ist. Und deswegen haben wir ab dem 3. Oktober, witzigerweise, nämlich geht es nämlich los. Und dann könnt ihr gewisse Streamer zugucken und auch dort Geld spenden. Und wir können auch Goodies für alle Plattformen freischalten für uns. Und hast du nicht gesehen, da war zwar auch ein komplettes Video, was genau alles passieren wird. Womöglich gibt es von mir nur ganz kurze Hintergründe, ein paar Ausschnitte, was es geben könnte und was ihr auch teilweise gegen einen Credit auch für Markt euch holen könnt und so weiter und so fort. Gucken wir uns da mal genau an, wenn es nach dem Spiel ist. Aber nur schon mal, dass es kommen wird. Es kann gespendet werden. Ich meine, jetzt zur Zeit, wo Geld weniger wert ist, kann man es genauso verspenden, Fragezeichen. Oder man tut es in Lebensmittel und irgendwelchen Konserven investieren. Wer weiß, was alles noch kommt? Fragezeichen. Okay, verlassen wir das schlimme Thema und gehen mal ein bisschen weiter. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Informationen langsam, was im kommenden größeren Update auf uns zukommt. Nämlich Echoes of the Veilbreaker. Und so wie sie meinten, das wird wahrscheinlich jetzt immer so sein. Es wird erst das Update kommen, was einen gewissen Namen hat. Und danach gibt es eben Echoes of, wie auch immer das Update gerade hieß, damit eben man weiß, okay, hier werden die ganzen Mechaniken womöglich nochmal angefasst und nochmal feinjustiert und noch ein paar Sachen hinzugeschmissen, damit die Sache rund wird. Wie sie selber sagen, nicht, dass es so wie in der Vergangenheit läuft, sie hauen große neue Sache raus und dann lassen sie es links liegen für die nächsten 10 Jahre. Gefühlt. Deswegen machen sie es jetzt so. Finde ich vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Aber ja, Echoes of the Veilbreaker. Als erstes gibt es ein Rework von der Venkra und der Spreng. Wo ich sage ein bisschen, wenn ihr meint, sage ich nur dazu. Dann natürlich die Dojo-Räume soll neu kommen. Da gibt es neue Landschaften. Und zwar auch neuer Raum, den wir einrichten gehen können. Und zwar Ostron bezogen. Ja, genau. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, bei The New War haben wir fast alle gekillt. Nicht unbedingt selber, aber
Wir haben auch nicht wirklich was aufgehalten dabei, aber jetzt können wir eben dann gewisse Dekorationen im Dojo eben dann von Ostrons verteilen und es hat auch mehr so Landschaftsoptik, das Ganze. Es sieht nicht wirklich verkehrt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wird es noch diverse Waffenskins geben für diverseste aller Waffen und jetzt geht's nämlich los, Drifter Warframe Armor. Was muss man sich darunter vorstellen? Ganz einfach, unser Operator ist in der Lage, Warframe-Rüstung anzuziehen, wie der gute Karl übrigens, was wir in einem Stream ja feststellen durften. Den Karl kann man ja durchaus auch in Warframe-Rüstung verpassen. Jetzt nicht den Warframe-Warframe, also man kann jetzt nicht Karl Warframe anziehen lassen, aber die Rüstungssets sozusagen kann man ja an dem Typen verteilen. Und genau die Sachen werden jetzt auch nach und nach eben umgebastelt, damit ein Operator sich schleppen gehen kann. Also Edo Prime für Operator, würde ich also sagen. Also jetzt nicht nur das, aber halt für alle diese Rüstsets eben. Was an sich eine coole Idee ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es soll ein neues Landingcraft geben. Das heißt, man muss diesen Grenier Flattermann, dieses Landerschiff, soll man quasi als Lander kriegen. Wo ich sage ein bisschen wie, ja, das Landungsschiff von den Grenadiers fand ich jetzt nicht so toll, dass ich jetzt unbedingt damit selber rumfliegen wollen müsste. Aber mein Gott, ne? Geschmackssache, sag ich mal. Und genau, da gab es noch was Interessantes. Was allerdings nicht unbedingt mit dem Update kommen soll, aber die Idee, dass wir eben diese, ich sag jetzt mal, Kristalle, die wir von dem Archon ja kriegen, auch optisch in irgendeiner Form uns zeigen können. Und deren Idee war jetzt gewesen, hey, wie wär's, wenn die Warframes einfach die Kristalle durch den Oberkörper geballert kriegen? Da heißt man, ihr equippt extra eine Ephemera dafür und dementsprechend, was für Kristalle ihr gerade eben integriert habt in eurem Warframe, die stecken dann einfach in eurem Torso drin. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob das eine super Idee ist, aber zumindest wäre es sehr offensichtlich, was ihr gerade für Kristalle in euch drin stecken habt. Ich stelle mir eher vor, dass das cool wäre, wenn man eben die Kristalle an vielleicht Rüstungspositionen oder von mir aus um sich rumfliegen hat oder irgend sowas durch den Oberkörper gesteckt. Ich weiß nicht, ob das auch das unbedingt so. Ich meine, dann sehen wir teilweise aus wie ein Archon auch. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so eine tolle Idee ist, aber naja, schauen wir mal, wenn es danach kommt. Der eine oder andere meint jetzt so, wer bei Warframe muss das sein? Ich persönlich finde das gar nicht unbedingt verkehrt. Vom Design her sieht knuffig aus. Alles in allem gesehen. Und wie es aussieht, haben wir jetzt auch nicht nur ein Artwork gezeichnetes von keinem Zeichner von DE selbst, sondern es war ja von einer anderen Firma einer der kreativen Köpfe da, der ein Warframe-Design mal sollte. Deswegen hat er natürlich ein paar Details, wo man sagt ein bisschen wie, ja, na, vielleicht nicht. Aber trotzdem haben wir jetzt nach dem ganzen Hin und Her auch jetzt eine Version, wie wahrscheinlich dieser Warframe aussehen wird später bei uns im Spiel. Zumindest ist schon mal das Dichteste dran an Artwork, wo danach die Künstler sich dran orientieren sollen. Und natürlich wird danach diese, ich sage eher nach vorne gebeugte Version bestimmt als Haltung geben für diesen Warframe. Aber ich bin jetzt da relativ positiv drüber eingestellt, war ich schon immer, also dem ich davon gehört habe. Eine Sache ist natürlich hier, sie wird nicht im Oktober mehr kommen, wird direkt schon gesagt. Sie wird nicht mehr im Oktober kommen. Allerdings erfahren wir auch schon eine Kleinigkeit, nämlich zu der Waffe. Denn es wird natürlich mit der eigenen Waffe kommen. Und da war die Überlegung groß, natürlich bei irgendwann eine zweihändige Waffe, weil drauf und tot mäßig. Und dann wurde hin und her überlegt, was man von nehmen könnte. Am Ende des Tages war es eine Axt. Die Axt, das hat sich quasi durchgesetzt. Mal mehr ernst, wir haben schon lange keine gescheiten Äxte mehr im Spiel gesehen, zweihändigerweise. Und deswegen, das sieht nicht verkehrt aus. Ich bin danach gespannt, wie sie hier noch damit rumhacken wird, wenn sie dann mal im Spiel ist. Aber das ist halt eine Sache, die ein bisschen in der Zukunft liegt. Und dann Prime Resurgence. Ein Thema, was ich übrigens separat das Video schon mal komplett behandelt habe. Und meine Aussage dazu bleibt nach wie vor bestehen. Ich sehe nichts, was jetzt daran besser geworden ist. Aber, davon mal völlig abgesehen. In jedem Monat bis zum Ende des Jahres soll also ein neues Paar von Prime Warframes aufschlagen. Und wie es hieß, diese Mechanik wird jetzt auch vorläufig so erstmal bleiben, wie sie ist. Das heißt, man so bleibt aber auch im Spiel. Sie verschwindet jetzt nicht mehr wie die ganzen alten Prime Vaults, weil sie sind ja komplett abgeschafft worden, weil jetzt haben wir Prime Resurgence und diese Mechanik wird jetzt quasi durchgängig eben laufen. Und jetzt im kommenden Monat wird es aussehen, dass wir nämlich Zaryn Prime und Valkyr Prime wieder farmen gehen können.
Das heißt, man muss zwischendurch gucken, welche Warframes gerade jetzt farmbar sind, wo die Relikte herkommen und hast du nicht gesehen, und diesbezüglich dann vielleicht sich einen Vorrat in die Ecke legen, damit man nicht danach, wenn man die farmen will, heißt es, nicht zu spät kommt, beziehungsweise die Relikte plötzlich, weil halt der neue Monat angebrochen ist, plötzlich alle wieder verschwinden. Weil das ist ja die Idee jetzt. In jedem Monat sind zwei neue Primestar, die ihr euch natürlich gegen Echtgeld kaufen gehen könnt, aber eben auch durch Relikte farmen könnt. Nur sobald eben die Sache durch ist, also ein Monat vorbei ist, dann ist natürlich die Relikte wieder nicht zu erhalten. Deswegen, Relikte schnell organisieren, damit ihr schnell die Sachen gefarmt kriegt. Aber das wird also jetzt kommen und vor allem bleiben. Und wie gesagt, ich sage dazu jetzt kein einziges Wort mehr, weil dafür habe ich extra ein Video. Weiter geht's. Grendel Rework. Mensch, Grendel. Benutzt den noch einer von euch? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben die Devs vor, dort ein bisschen Hand anzulegen, einen guten Kollegen. Damit alles ein bisschen nicht jetzt komplett anders wird, haben sie schon gemeint. Aber dass ein paar Sachen ein bisschen besser zusammenwirken. Zum Beispiel, dass diese... Er hat ja so eine Fähigkeit, wo er fies auf den Boden aufstampft mit einem seiner Beine. Und dann halt so ein Gegner in sich verdaut. Und dadurch einen Buff kriegt. Und sie haben sich jetzt so überlegt, wie wäre es, wenn er einfach alle Buffs gleichzeitig kriegt. Nicht irgendwie einen von diversen, wo man immer umschalten muss. Das fände ich schon mal nicht verkehrt. Und generell soll aber hier und dort sich ein bisschen was auch verändern. Mal gucken, was sie danach tun am Ende des Tages. Und dann gab es für eine ganze halbe Stunde Crossplay. Ich meine, es war Xbox und PC gewesen. Und sie haben auch direkt gemerkt, dass es da zu Problemen geführt hat. Aber genau das war der Punkt des Ganzen. Für kurze Zeit war einfach der große Schalter umgelegt worden. Und zumindest zwei Plattformen konnten mal sagen, okay, jetzt geht's. Aber sie haben auch schon gemerkt, dass wieder da Probleme gegeben hat. Deswegen wird in Zukunft das auch öfter auch bei anderen Plattformen nochmal zwischendurch stattfinden, bis sie sozusagen die ganzen Kinderkrankheiten von Crossplay durchhaben. Und dann wird es auch irgendwann mal für alle sozusagen Plattformen verfügbar sein. Und da wird es auch in Zukunft dann für alle Plattformen mal verfügbar werden. Allerdings ist das eben noch nicht der Fall. Und wenn das erstmal alles funktioniert und alle miteinander klarkommen, ohne dass jetzt plötzlich Accounts abhanden gehen oder Schlimmeres, dann werden sie natürlich auch hingehen und das Gleiche, was sie jetzt die ganze Zeit tun mit Crossplay, dann nochmal alles durchlaufen lassen für Cross-Save. Ja. Und dann könnte man theoretisch ja dann von PC nach Xbox oder von Xbox nach dem PlayStation 4, whatever. Man kann halt mit seinem Account dann auch zwischen verschiedenen Plattformen hin und her wechseln. Was, glaube ich, eine gute Sache ist am Ende des Tages. Dann eine Kleinigkeit zu den Archon Hunts, also die Jagd nach den Archons. Und natürlich die Quests, die der gute Karl uns jede Woche gibt. Die sollen jetzt alle sonntags resettet werden. Das heißt, von jetzt mitkommenden Sonntag soll alles dort zusammen resettet werden. Was eine Sache ist, die ich von Anfang an nicht verstanden habe, warum eines der Sachen im Mittwoch resettet und das andere erst sonntags. Nein, jetzt soll beides sonntags passieren. Okay, nimm mal alles bei, gegeben hin. Und langsam kommen wir auch aufs Ende zu. Zum Beispiel hatten sie da auch noch angedeutet, kurzweilig, es soll neue Modelle geben, also neue Anzeigen im Spiel für Munition auf dem Boden. Das heißt, das sind dann wirklich nicht mehr diese lustigen, leuchtenden kleinen Pralinenschachteln, die am Boden liegen, sondern es werden jetzt wirklich dann Module oder irgendwelche Teile am Boden sein, die man vielleicht auseinanderhalten kann, wenn man gerade so am Draufgucken ist. Ich würde die jetzt nicht auf dem Boden auseinanderhalten können, ganz ehrlich gesagt, zumindest jetzt noch nicht. Aber okay, zumindest soll sich auch diesbezüglich noch was ändern. Und der letzte Punkt des Tages wäre, Plaguestar kommt nicht mehr dieses Jahr. Ja, das Event mit Plaguestar hat ein paar Bugs, das wollen sie erst noch fixen. Und erst dann, wenn die ganze Fixerei durch ist, erst dann kommt der Spaß wieder zurück ins Spiel. Aber das wäre es von meiner Seite erstmal wieder gewesen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das war es von mir, MK3. Und so viel zum Thema erstmal wieder DevStream 164. Und das war meine kleine Zusammenfassung davon. Wobei klein, aber ich weise kurz darauf hin, der DevStream im Original hat 1 Stunde und 30 Minuten gedauert. Es ist auf jeden Fall kürzer als das. Ja. Okay. Verbleiben wir erstmal so. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend irgendwann wieder, wenn ich dann wieder am Stream bin. Und der ganze Rest, den ich mir vorgenommen habe, verschiebt sich jetzt leider ein bisschen von den Videos, weil ich muss die erstmal auch mal machen. Bis die Tage so erstmal und ciao.